Herzlich willkommen zu unserem Kolloquium hier im Rahmen der Allgemeinen Erziehungswissenschaft an der Humboldt-Universität. Wir haben im Kontext unseres Seminars zur pädagogischen Ethik von Levinas, Unverantwortete Verantwortung, ist der Titel, sind wir jetzt zu Fragen der Schulpädagogik, genauer der Professionalisierung und der Lehrerinnenbildung gekommen. Und in diesem Kontext begrüße ich ganz herzlich Frau Küper. Frau Küper ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Münster im Bereich der Fachdidaktik des Fachs Pädagogik. Das gibt es nur in Nordrhein-Westfalen, dass man das Fach nicht nur studieren kann, sondern eben auch in der Oberstufe als Fach und als Leistungskurs wählen kann. Und insofern muss es dafür auch eine Fachdidaktik geben. In diesem Bereich ist also Frau Küper tätig und sie hat eine Dissertation geschrieben, Anlass der Einladung in dieses Kolloquium, in der Reihe Studien zur Professionalisierungsforschung und Lehrerinnenbildung, das Antworten verantworten zur Rekonzeptionalisierung praktischer pädagogischer Reflexion anhand von Unterrichtsnachgesprächen im Kontext der zweiten Phase der Lehrerinnenbildung. Also es geht um Professionsforschung, Professionalisierung und um das Mantra der Reflexion und der Reflexivität und dem großen Problem, wie sich und ob sich überhaupt durch Reflexivität Handeln, professionelles Handeln, gegebenenfalls sogar Habitus und Ethos verändern lässt oder sogar in irgendeiner Weise beeinflussen lässt. So, das sind zentrale Fragen, mit denen wir uns hier auch beschäftigt haben. Also kann man gutes pädagogisches Handeln eigentlich durch Reflexion bewirken? So, das wird gemeinhin vorausgesetzt, aber wir haben es hier auch schon diskutiert, es ist ziemlich umstritten, in welcher Art und Weise eigentlich diese Reflexion stattfinden darf. Ich übergebe jetzt an Frau Küper. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Bitte schön. Dankeschön. Danke auch für die sehr freundliche Vorstellung und ich freue mich sehr über die Einladung und die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen, denn ich muss sagen, mein Thema bleibt mir auch immer noch eine Herausforderung an der Stelle. Also ich bin nicht zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, nach der Diss brauche ich erstmal Abstand oder bin übersättigt, weil ich tatsächlich auch noch das Gefühl habe, dass die Fragen auch noch aktiv arbeiten und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich da ein Wagnis eingegangen bin, meines Begriffs nach, und Levinas mit dem Reflexivitäts- oder Reflexionsbegriff verknüpft habe, was ja alles andere als intuitiv ist an dieser Stelle. Und da dann weiter auch über ja letztlich die Chancen, aber auch die Risiken, die dieses Wagnis aufmachen, sprechen zu dürfen, das freut mich auf jeden Fall sehr. Dann würde ich einmal das grobe Vorgehen beschreiben, nämlich möchte ich gerne damit beginnen, zu markieren, warum ich überhaupt den Reflexionsbegriff als theoriebedürftig oder theoretisierungsbedürftig rahmen würde. Im Titel der Arbeit heißt das ein bisschen sperrig Rekonzeptualisierung, also letztlich geht es mir um eine Begriffsarbeit, Arbeit am Reflexionsbegriff. Und der Anlass dafür ist eigentlich ein Problem, was ich im Lehrerinnenbildungsdiskurs ausmachen würde, was ich auf ethischer Ebene verorten würde. Und da werde ich dann an der Stelle mich dieser ethischen Lehrstelle, die ich erstmal anhand des Lehrerinnenbildungsdiskurses nachzeichnen möchte, um auch den Anlass meines Projekts zu erklären oder plausibel zu legen, möchte ich gerne auch begründen, warum ich so vorgegangen bin, dass ich mir Reflexion als theoriefähiges Praxisphänomen angeschaut habe. Nämlich kann man insgesamt meinen Vorgehen vielleicht als theoretische Empirie, da habe ich mich angelehnt, kennzeichnen, insofern als ich die Wiederbeschreibung bzw. auch die Theoretisierung von Reflexionen von pädagogischen Praktikerinnen, also was eigentlich passiert, wenn man pädagogische Praktikerinnen dazu auffordert, eine gerade stattgefundene pädagogische Erfahrung zu reflektieren. Das habe ich zum Gegenstand gemacht anhand von Unterrichtsnachgesprächen und wähne diese Unterrichtsnachgespräche bzw. die Reflexionen in diesen Unterrichtsnachgesprächen als letztlich interessant oder aussagefähig für die Frage, was pädagogische Reflexion eigentlich bedeuten kann und damit auch als Sprungbrett, um dieses theoretische Problem der ethischen Lehrstelle nochmal neu zu bearbeiten bzw. von einem anderen Winkel aufzuziehen. Das ist insofern kontraintuitiv als, und da möchte ich gleich auch kurz in der Diskursrichtung drauf eingehen, normalerweise die pädagogische Reflexionspraxis im Lehrerinnenbildungsdiskurs als das Problem gewähnt wird, nämlich in Bezug darauf, dass die Praktikerin, deren Praxisreflexion untersucht wird, als
kaum reflexionsfähig dargestellt werden. Das wird festgemacht an der Beobachtung, dass die Reflexion, die diese Praktikerinnen äußern, nicht der Norm entspricht, die eigentlich der leeren Bildungsdiskurs vorsieht für eine anspruchsvolle Reflexion pädagogischen Handelns. Wenn man jetzt allerdings diese Norm mal einklammert und sagt, vielleicht ist das Problem weniger die Reflexionspraxis als die Norm an sich, wenn man sich die nochmal genau anschaut, dann ist eben dieses Vorgehen eine Möglichkeit, über das Praxisphänomen selbst Theoretisierungsimpulse zu gewinnen für die Frage, was eigentlich pädagogische Reflexion sein könnte. Und diese Theoretisierungsimpulse bin ich in einer Schneise über, oder habe das versucht, über den Verantwortungsbegriff nach Emmanuel Levinas zu gehen. Und diese Verknüpfung, auch mit einem Beispiel aus dem empirischen Material, möchte ich hier gerne einmal vorstellen, aber auch diskutieren in Bezug auf die Fragen, was macht sie möglich oder wo hat sie Blindstellen? Wo ist es vielleicht eine Möglichkeit, anhand des Praxisphänomens etwas Ethisches zur Geltung zu bringen, aber wo ist es vielleicht auch eine Kontextverschiebung der Levinaschen Theorie, die auch an Grenzen stößt? Okay, Professionalität und Reflexivität sind letztlich Begriffe, die, ich würde dann immer Bescheid sagen, wenn ich ja, weitergehe, also. Die ja fast als Spiegelseite begriffen werden können. Also sie klären einander und klären dabei wenig. Sind beides Chiffren, die super unterschiedlich gefüllt werden. Aber es ist kaum ein Professionalisierungsbegriff bzw. ein Professionalitätsbegriff zu finden, der auf den Reflexions- oder Reflexivitätsbegriff tatsächlich verzichten kann. Also eine nicht reflexive Lehrerinnenbildung erscheint weder wünschbar noch denkbar eigentlich. Wenn man jetzt fragt, inwiefern jetzt, wenn man schon vor Augen hat, dass ich versuchen werde, den Reflexionsbegriff mit Levinas ins Gespräch zu bringen, inwiefern bietet denn eigentlich ein Begriff Reflexion, der so stark ein ökologischer zu sein scheint und so stark auch rationalistisch durchdrungen ist, überhaupt Anschlusspunkte an Alteritätstheorie? Das ist ja eine Frage, die, glaube ich, da verschiedene Probleme aufmacht. Dann lohnt es sich vielleicht, der Idee nachzuspüren, dass Professionalisierung ja auch eine Sensibilität dafür, um den pädagogisch überantworteten anderen nicht wissen zu können, mit sich bringen soll. Also dass das eine Zielfolie von Professionalisierung ist. Und da würde ich sagen, liegt ein fruchtbares Moment in der Verknüpfung pädagogische Professionalität und Alteritätstheorie, die tatsächlich auch versuchen entgegenstehen kann, die zumal eine Vereinnahmung des anderen und gerade auch eine Diagnostik, eine Identifikation seiner voranstellen würden. Und gerade dadurch, wenn man sich anschaut, wie der Reflexionsdiskurs funktioniert, habe ich an dieser Stelle versucht, einen Kontrapunkt auszusuchen in der Alteritätstheorie, um tatsächlich einer Gefahr entgegenzuwirken, die ich als Immunisierung eines souveränen Reflexionsbegriffs darstellen würde. Okay, dann würde ich noch mal eine Folie weitergehen. Der Reflexionsbegriff ist im Lehrerinnenbildungsdiskurs dominant. Ich glaube, das überrascht niemanden, wenn ich das an dieser Stelle sage. Er wird als Gravitationszentrum von Georg Neuweg bezeichnet und letztlich bildet Reflexivität den Kern dessen, was unter pädagogischer Professionalität verstanden wird. Und wenn man jetzt mal schaut, inwiefern wird denn eigentlich begründet, dass pädagogisches Handeln reflexionsbedürftig ist, dann fallen zwei Achsen ins Auge, die tatsächlich versuchen, diese Forderung oder diesen Anspruch auch mit der Struktur pädagogischen Handelns zu verknüpfen. Und da wird einerseits auf die hohe Verantwortung pädagogisch-professioneller für das Wohlergehen, für letztlich auch die Integrität ihrer Klientinnen oder ihrer ihnen Überantworteten hingewiesen und andererseits auf die konstitutive Ungewissheit pädagogischen Handelns als zukunftsoffenes Handeln, als Handeln, in denen verschiedenste Verhältnissetzungen miteinander in Dynamik spielen, sodass tatsächlich eben pädagogisches Handeln als nicht standardisierbares in der strukturtheoretischen Wendung gilt. Gleichzeitig ist aber auch interessant zu sehen, dass pädagogisch-professionelle nicht nur ihr Handeln kritisch befragen können sollen in Bezug auf ihr, also was ihre reflexionsbedürftig bzw. ihre Reflexionsfähigkeit ihnen einbringen soll, sondern tatsächlich auch ihr Handeln auf der Basis von wissenschaftlichem Wissen begründen. Also hier sieht man eine etwas andere Folie als letztlich ein Offenhalten dieser konstitutiven Ungewissheit pädagogischen Handelns, sondern vielmehr die Schiene, dass das doch gut begründete und abgesicherte wissenschaftliche Wissen als Moment gewählt wird, dass pädagogisches Handeln letztlich
legitimieren kann, das eine sichere Begründung schaffen kann, warum ein bestimmtes Handeln als das ja letztlich Vertretbarere gelten kann als ein anderes. Wenn man nochmal versucht, diese Schneisen aufzunehmen und zu trennen, kann man einerseits herausstellen, dass Reflexion eine Bewegung darstellen soll, die, ich habe es jetzt hier etwas sperrig genannt, eine Veruneindeutigung des Angemessenen leisten soll. Und damit meine ich, dass Reflexion als tatsächlich Offenhalten dieser Frage, was soll ich tun, wie kann ich den anderen gerecht werden, hier als ganz scharfer Gegensatz zur praktischen Routine jegliche Schließungstendenzen, also Normalisierungstendenzen, das schon Sichere, das Etablierte aufbrechen soll. Die Idee ist dabei, dass gerade pädagogische Praxis stark routiniert verläuft, um überhaupt einen pädagogischen oder einen Lehrerinnenarbeitsalltag zu bestehen, dass sich da erhebliche Schließungstendenzen einspielen, in dem Sinne einfach, dass nicht mehr hinterfragt wird, was machen wir hier eigentlich und sollten wir das so machen, sondern vielmehr eine Art Bewältigungslogik sich einspielt. Und um dieser Bewältigungslogik etwas entgegenzusetzen, wird der Reflexionsbegriff als Öffnungsbewegung stilisiert, die dieser Schließung entgegenwirken soll. Fast kanonisch ist an dieser Stelle ein Helfbar-Text, der diese Stachelmetapher bemüht, die ich einmal mit aufgenommen habe. Also hier ist auch der Habitusbegriff an dieser Stelle relevant gesetzt. Ein wissenschaftlich reflexiver Habitus soll einem Habitus, der eine Alltagsbewältigung bereitstellt, so entgegenstehen, dass es ein Gegengewicht gibt zu einem Aufgehen in alltäglichen Praktiken, die letztlich unhinterfragt werden. Also das ist so die strukturtheoretische Argumentationsfolie. Deshalb brauchen wir Reflexion. Eine daneben liegende und ich würde sagen auch diametral positionierte Reflexionsbegründung, eine Folie weiter bitte, würde tatsächlich Reflexion nicht als Aufstörungsmoment stilisieren, sondern vielmehr als Moment von, also ich habe es hier Qualitätssicherung genannt, man könnte auch sagen, als Vehikel, um wissenschaftliches Wissen so zu prozeduralisieren, so in Praxis zu bringen, dass Praxis sich direkt an wissenschaftliche Wissensbestände anschmiegen kann, dass Praxis auf ihrer Basis gestaltet werden kann. Man kann sich vorstellen, das ist dann nicht mehr prominent im strukturtheoretischen Paradigma, sondern stärker zum Beispiel kompetenztheoretisch vertreten. Und hier wäre dann die Idee, dass doch die Orientierung an evidenzbasiertem Wissen die größtmögliche Sicherheit für pädagogische Praxis bieten kann, in Bezug darauf, dass sie letztlich wirksam ist, also dass sie gut ist. Und an dieser Stelle überrascht es vielleicht auch nicht, dass das Referenzkriterium für gut häufig dann an der Stelle auch Wirksamkeit ist. Interessant ist, ich habe hier auch Corinne Wiss mit zitiert, dass sie davor warnt, dass es in Deutschland oder im deutschsprachigen Diskursraum einen gewissen Positivismusvorbehalt gäbe in Bezug auf Pädagogik. Und sie warnt davor und sagt, wir lassen das gute wissenschaftliche Wissen quasi brachliegen, weil wir uns davor fürchten, den Vorwurf zu kassieren, die Theorie-Praxis-Differenz kurz zu schließen. In anderen, zum Beispiel anglophonen Wissenschaftskulturen, sei man da sehr viel weniger zurückhaltend und daran könnte sich Deutschland doch auch stärker orientieren, um tatsächlich das zur Verfügung stehende wissenschaftliche, evidenzbasierte Wissen in die Praxis zu bringen. Nah oder verwandt an dieser Begründung sind dann tatsächlich auch AutorInnen, die, sag ich mal, Absicherung des angemessenen Handelns über Reflexion und letztlich dann über den Einsatz von wissenschaftlichem Wissen nahebringen wollen. Während ja jetzt eigentlich diese Aufstörungsfigur durch Reflexion eigentlich die Frage offen halten, was ist das Angemessene, oder durch Reflexion absichern, angemessen zu handeln, während eigentlich ja diese beiden Figuren einander entgegengesetzt sind, teilen sie doch auch einiges an quasi einem unterliegenden Konsens. Und da würde ich beobachten, dass die Abgrenzungsfolie in beiden Diskursschneisen ein reflexionsloses Aufgehen in praktischen Routinen ist. Also das darf nicht passieren, da sind sich die Lehrenden, Bildungsakteure einig an dieser Stelle, dass die Bedrohung von pädagogischer Professionalität darin liegt, wenn Novizinnen, also angehende PraktikerInnen, so in Praktika beispielsweise in etablierte Schulpraxen einsozialisiert werden, dass ein Mitmachen, ein Bewältigen von Alltag ermöglicht wird, aber nicht mehr die kritische Frage, sollte ich das tun, ist das gut, was wir hier tun, entspricht das dem aktuell gültigen Wissen, das wäre dann vielleicht auch die kompetenztheoretisch versierte Frage. Also das soll auf jeden Fall vermieden werden. Und das Reflexionsideal, was dann also auf der Basis auch diesem gemeinsamen Konsens von einem Praxismisstrauen formulierbar wird, ist letztlich die Idee,
dass ein Reflexionssubjekt idealisiert wird, das zu einer objektivierenden Distanzierung von Praxiszusammenhängen fähig ist. Das ist interessant zu sehen, dass wenn man sich anschaut, empirische Versuche, Reflexion überhaupt erstmal in den Blick zu nehmen, aber das passiert selten aus einem deskriptiven Interesse heraus, sondern wird eigentlich auch direkt normativ mit der Frage, gelingt Professionalisierung verbunden, versucht Reflexionsniveaus zu unterscheiden. Und die anspruchsvollste Reflexion ist an dieser Stelle diejenige, wo das Reflexionssubjekt es schafft, sich eigentlich als uninvolviertes forschendes Subjekt zu positionieren und so weit als möglich über die eigene Praxis, also so weit als möglich entfernt über die eigene Praxis zu sprechen, und zwar jenseits von normativen Geltungen, Normen der Praxis sollen hintergangen werden, jenseits von Emotionalität, jenseits von Involvierung in einer Art und Weise, wie und so die Furcht, ein nicht über das Gegebene hinausgehen letztlich versprechen würden. Das habe ich so als trotz hochdivergenter Strenge im Reflexionsdiskurs als eine Schneise herausgeschärft, von der ich sagen würde, dieser Distanzierungsbegriff, der ist recht allgegenwärtig. Es gibt durchaus dissidente Positionen dazu und es gibt auch die Idee zu sagen, vielleicht ist Reflexion in Schulpraxis auch was ganz anderes, wenn wir sagen, gerade die universitär gepflegte Reflexion soll diesen forschenden Blick etablieren und dieses von außen auf die eigene Praxis lernen können. Dann gibt es auch die Bewegung, zum Beispiel von Tobias Leonhardt in einem 2020-Text vertreten, dass vielleicht auch praktische Reflexion eher einer Bewältigungslogik folgt und das auch in Ordnung sein kann, weil sie eine andere Funktion erfüllt. Aber letztlich ist so die Idee, das, was Reflexion in einem anspruchsvollen Sinne universitär zu kultivieren ausmacht, ist die objektivierende Distanzierung, das Sprechen können von einer uninvolvierten, forschenden bzw. beobachtenden Perspektive. Warum ich jetzt versucht habe, dieses Ideal kritisch in den Blick zu nehmen, stützt sich eigentlich auf zwei zentrale Achsen, nämlich einerseits auf die fortwährend artikulierte Diskrepanz von diesem Ideal zu der Reflexionspraxis, die sich tatsächlich empirisch in den Blick nehmen lässt. Es kommt eigentlich zu einem fortwährenden Enttäuschungsbefund, denn in Schulpraxis, wenn Praktikerinnen da aufgefordert werden, an dieser Stelle ihre Praxis zu reflektieren, nehmen sie nicht die Perspektive einer uninvolvierten Beobachterin ein. Und das wird als Manko dargestellt. Also das zeigt an dieser Stelle Professionalisierungsbedarf, auch vielleicht von den MentorInnen, von den SchulpraktikerInnen, die es nicht leisten, diesem Ideal gerecht zu werden. Und das wird nochmal aufgeteilt in die Kriterien gewissermaßen, dass weder eine Überschreitung der praktisch gültigen Normen stattfindet, also Praxisnormen werden an dieser Stelle stärker affirmiert als hinterfragt. Und was auch nicht passiert, ist, dass explizite Bezüge auf Theoriewissen gezogen werden. Und von diesen Beobachtungen ausgehend kommt es also zu der Defizitdiagnose. Pädagogische Praktikerinnen sind eigentlich barely reflexionsfähig, kaum reflexionsfähig. Die zweite Achse, die meine Anfrage an das Ideal der objektivierenden Distanzierung begründet, wäre eine stärker erziehungstheoretisch gefüllte. Und zwar in Bezug darauf, die kann man auch nochmal zweiteilen, wenn wir uns diese Figur klar machen, es geht darum, Ungewissheit zur Geltung zu bringen und auch diese Frage, was ist das pädagogisch Angemessene, insofern offen zu halten, als sie eben konstitutiv nicht schließbar ist, dann ist letztlich ja interessant, wenn gleichzeitig argumentiert wird, dass der Bezug auf wissenschaftlich gesichertes Wissen eigentlich Gewissheit produzieren soll. Und an dieser Stelle würde ich sagen, kommt es eigentlich zu einem Widerspruch, wenn dann die Art und Weise, wie mit wissenschaftlichem Wissen argumentiert wird, zum Beispiel in schriftlichen Formaten, in denen das von Studierenden verlangt wird, eigentlich eher eine technologische Anwendung von wissenschaftlichem Wissen zeigt, wenn dann die Verwendung von wissenschaftlichen Wissensbezügen eigentlich als Qualitätsmerkmal von guter Reflexion gelten soll. Darüber hinaus ist vielleicht zu fragen, wenn dieses Ideal der objektivierenden Distanzierung eine größtmögliche, ja letztlich Ablösung von Praxiszusammenhängen bedeuten soll, dann wäre ja erstmal fraglich, inwiefern denn das Reflexionssubjekt, das dann spricht, überhaupt noch Zugriff auf eine pädagogische Erfahrung, die es zu reflektieren gilt, haben kann, wenn es sich so weit wie möglich aus der Erfahrungsqualität entfernen soll, wenn es aus der Beobachtungswarte eines Nicht-Involvierten sprechen soll. Wenn das Ideal ausmacht, dann erscheint mir die Möglichkeit eigentlich, das Singuläre dessen, was in pädagogischer Praxis als
Begegnungserfahrung passiert sein könnte, das in den Blick zu nehmen oder das in irgendeiner Weise reflexiv zu bearbeiten, so schwer das überhaupt als Figur sich vorzustellen ist, erscheint es mir verunmöglicht, wenn an der Stelle diese Indifferenz des beobachtenden Subjekts scharf gestellt wird. Das als Anlass für mich an dieser Stelle anders vorzugehen, als dass auch ich versuchen würde, die Reflexionspraxis auf ihre Defizite hin zu befragen, sondern eher als Theoretisierungssprungbrett. Gerne einmal weiter. Und die Forschungsfrage, die ich dann an der Stelle gestellt habe, war, inwiefern eigentlich das Einklammern der Norm dieser objektivierenden Distanzierung anderes sehen lassen könnte und auch Reflexionspraxis als Phänomen figurieren könnte, das ausschlussreich für die Frage sein kann, was eigentlich praktische pädagogische Reflexion sein könnte. Ich bin so vorgegangen, hier mache ich das etwas schneller, dass ich 5 ReferendarInnen bei Unterrichtsbesuchen und Unterrichtsnachgesprächen begleiten durfte. Das heißt, ich durfte selbst auch mit in den Unterricht, der dann Reflexionsgegenstand wurde, gehen. Und diese Unterrichtsnachgespräche haben wir audiografiert und transkribiert und dann gesprächsanalytisch ausgewertet, Anlehnung an Arnulf Deppermann. Und meine Annahme dafür, dass da eigentlich was zu sehen sein könnte, was auch tatsächlich als pädagogische Reflexion theoriefähig oder interessant sein könnte, speist sich aus der Idee, dass die Art und Weise des Sprechens über ein Etwas, also in dem Fall über pädagogische Unterrichtserfahrung oder zurückliegende Unterrichtserfahrung, die die Reflektierenden aus der ersten Person erlebt haben und auch selbst verantwortet haben. Also die Reflektierenden haben an dieser Stelle die Lehrerinnenposition eingenommen, dass die Art und Weise des Sprechens auch etwas darüber sagen kann oder darüber mitzeigen kann, was da eigentlich als Erfahrungsqualität besprochen wird. Diese Annahme brauchte ich an dieser Stelle für mich, weil man ja sonst auch stark sagen könnte, es handelt sich einfach um eine ganz andere Praxis. Also das Sprechen über Unterricht muss ja nichts damit zu tun haben, als nochmal neu aufgeführte Praxis, was eigentlich Unterrichtserfahrungen ausmacht. Aber an dieser Stelle würde ich dieses Sprechen über nicht nur als ein propositionales oder rationalisierendes Denken, sondern auch zugleich als etwas, was von einer Erfahrungsqualität durchdrungen sein kann, was letztlich auch eine gewisse Nähe noch zu zurückliegenden und vielleicht auch an dieser Stelle aufstörenden oder auch berührenden Erfahrungen tragen kann. Ich bin dann so vorgegangen, dass ich versucht habe, mich von dem Begriff Reflexion so leiten zu lassen, denn wenn man jetzt so ein Unterrichtsnachgespräch vor sich hatte, ist es natürlich schwierig, dann da die dichten Stellen herauszusondern, wenn man erstmal davon ausgeht, dass was da passiert, wenn pädagogische Praktikerinnen zur Reflexion aufgefordert sind, ist auch Reflexion, dass ich mir als Analytik hergenommen habe, diese Rückbeuge des sprechenden Ichs im Hier Jetzt auf das vergangene historische Handeln in Ich näher anzuschauen und zu schauen, welchen Modus nimmt Reflexion denn da eigentlich dann an. Auch in der Annahme, ein objektivierend Distanzierender wird es in Bezug auch auf vorausgegangene Untersuchungen wahrscheinlich nicht sein. Wie kann ich das beschreiben, wie kann ich das fassen, was dann passiert? Als empirischen Eindruck habe ich Ihnen eine Szene mitgebracht, ich werde sie gleich einmal vorlesen oder das versuchen, die als Reflexion geäußert wurde von einer Referendarin, die eine Unterrichtserfahrung in einer 5. Klasse hinter sich hat. Das ist tatsächlich direkt im Anschluss passiert, diese Reflexion. Und in dieser 5. Klasse ging es darum, ich versuche es ein bisschen zu kontextualisieren, damit das Reflexionsbeispiel griffiger werden kann, dass die Kinder dazu aufgefordert worden sind, griechische Landschildkröten anhand von eigentlich Sachtexten über diese griechischen Landschildkröten nochmal genau zu beschreiben und dann auf dieser Ebene mit dem Romanprotagonisten von dem, es war Deutschunterricht, von dem Kinderbuch, was gerade gelesen wurde, zu vergleichen. Denn dieser Romanprotagonist ist selbst auch eine Schildkröte, lebt aber nicht artgerecht, sondern lebt in einem Baumarkt. Also das ist die Story dieses Buchs, was in der 5. Klasse dann an der Stelle gelesen wurde. Und das Lernziel, wie die Referendarin es artikuliert hat, war, dass die Kinder diese Diskrepanz, diese Differenz von und auch die Verfremdung anhand des Vergleichs natürlich lebende griechische Landschildkröten und Romanprotagonist, Turtle heißt er an dieser Stelle, dass sie die greifen können. Das hat in dem Sinne nicht funktioniert, ihres eigenen Wortlauts nach, weil es zu dem Schritt des Vergleichs nicht mehr kam, weil die Kinder tatsächlich diesen ersten Arbeitsauftrag, sich nochmal intensiv mit griechischen Landschildkröten zu beschäftigen und
Steckbriefe über diese zu verfassen, in einer Sorgfalt und Liebe gemacht haben, dass an dieser Stelle wenig Zeit für Weiteres blieb. Okay, ich lese einmal den Ausschnitt vor. Was ich, wenn ich es nochmal machen würde in der Art, unbedingt anders machen muss, ist irgendwie den Kindern zu vermitteln oder den Text so zu formulieren, dass da noch einiges, was vielleicht wirklich ganz, ganz unwichtig ist, dazwischen ist, dass denen nochmal viel bewusster wird, das ist wichtig und das ist jetzt nur Beiwerk. Dass dadurch, dass ich die Texte versucht habe, kurz zu halten, war tatsächlich dann wirklich im Endeffekt fast alles wichtig. Und dann war es für die Schülerinnen und Schüler natürlich schwer zu gucken, was will sie denn jetzt von uns? Die Reihenplanung würde ich jetzt insofern abändern, dass ich eben nicht in der nächsten Stunde schon aufs dritte Kapitel übergehe. Ist ja absolut unmöglich. Das Ärzte soll ein Auflachen darstellen. Weil ich das unbedingt nochmal jetzt auch aufgreifen möchte. Und wie gesagt, jetzt dann eben auch dieses Arbeitsblatt, was ich Ihnen ja schon mal gezeigt hatte, den Kindern, mit denen auch machen möchte, dass denen auch wirklich nochmal klar ist, so liebt Turtle, so liebt eine richtige Schildkröte. Dass das auch, also dass die Sache rund wird. Dass sie auch wissen, okay, deswegen haben wir das jetzt auch gemacht. Weil so, denn so jetzt ist die Sache gut. Wir kennen jetzt eine Schildkröte. Naja, und so haben sie dann nochmal vor Augen, wir haben das jetzt gemacht, weil wir gucken wollen. So ist Turtle, so ist eine richtige Schildkröte. Das möchte ich unbedingt nächste Stunde machen. Wenn wir jetzt mit der Norm der objektivierenden Distanzierung da drauf blicken würden, wir sehen keine Theoriebezüge, wir sehen keine Distanzierung. Also ich glaube, man könnte höchstens schwer enttäuscht sein oder vielleicht auch belustigt. Also der Vergleich funktioniert nicht an dieser Stelle mit der universitären Norm. Das zieht sich durch. Also ich habe ein paar Beobachtungen versucht zu raffen, die ich am empirischen Material gefasst habe. Und die Reflexionsfigur, dieser Rückbezug auf das vergangene oder das zurückliegende Handlungs-Ich, wird zu einer wertenden Verhältnissetzung eingesetzt. Also es geht darum, sich zum eigenen Handeln zu positionieren, es daraufhin zu befragen, inwiefern es angemessen war und inwiefern es letztlich auch vertretbar war. Und diese Bezugnahme ist von praktisch gültigen Normen durchzogen. Also es gibt hier kein nicht normativ durchdrungenes Sprechen. Explizites Bezug nehmen auf wissenschaftliches Wissen kommt kaum vor, wenn dann in der Begründung des Unterrichtsentwurfs, nicht in Bezug auf die zurückliegende Unterrichtspraxis. Und der Modus der objektivierenden Distanzierung ist dann eben an dieser Stelle auch nur passagenweise in Bezug auf Planungsentscheidungen zu rekonstruieren. Stattdessen sprechen die ReferendarInnen berührt, und gerade wenn sie Anspruchsverfehlungen, habe ich das hier genannt, gegenüber SchülerInnen thematisieren, wird ihre Sprache oder wird der Duktus intensiv. Dann kommt da eine Unmittelbarkeit mit rein, die gerade auch die stärker distanziert wirkenden oder auch stärker uninvolviert wirkenden Reflexionspassagen durchbrechen. Als Theoretisierungsimpulse würde ich von da aus formulieren, gerne eine Folie weiter, dass ich versucht habe, jetzt dieser Beobachtung, dass es eben gerade zum Bruch mit der Norm kommt und dass es zu einem involvierten und stark berührten Sprechen kommt, selbst Raum zu geben und habe überlegt, wie kann ich eigentlich den Bruch mit einem souveränen, distanzierten Reflektieren theoretisch zur Geltung bringen. Und an dieser Stelle habe ich nochmal auch die Beobachtung relevant gesetzt, dass genau dann, wenn eigentlich ein nicht gerecht werdenden Kindern gegenüber zum Reflexionsgegenstand wird, dieses intensive, dieses berührte, engagierte Sprechen aufkommt, dass ich das selbst als Spur einer Verantwortungserfahrung gelesen habe, die im Sprechen über eine Erfahrung insofern reaktualisiert wird, sie kann ja nicht abgebildet werden, also es ist ja kein Gegenstand, der sich im Sprechen dann greifen und objektiv fassen lässt, aber der doch eine Spur in einer Weise reaktualisiert, dass letztlich auch eine Betroffenheit beim Sprechen aufkommt. Wenn man jetzt fragt, inwiefern lässt sich denn eigentlich diese Idee mit Levinas und mit seiner Idee des unmittelbar verantwortenden anderen relationieren und inwiefern ist es nicht hoch kontraintuitiv, ein Sprechen über den anderen überhaupt als verantwortend zu denken, wenn doch gerade die Unmittelbarkeit des Antlitzes das Moment ist, was das Verantwortende sein kann, dann würde ich versuchen, auch erstmal an dieser Stelle zu argumentieren, ein, sage ich mal, stark souverän gedachter Reflexionsbegriff, der die anderen Erfahrungen als Thema greifen kann, über die es auch in einer, sag ich mal, abgeklärten oder klärenden Art und Weise zu sprechen gilt, das wäre mir
Das erscheint mir sehr weit weg von allem, was mit Levinas begründbar erscheint. Aber ein Modus des aus sich zurückgeworfen Werdens oder auch erschüttert Werdens von einer Verantwortungserfahrung wäre für mich dann an dieser Stelle ein Sprungbrett oder ein Anknüpfungspunkt, wie ich gerade den Bruch mit der Souveränität im Reflektieren theoretisieren kann. Und gerade in Bezug auf die Beobachtung, dass ja, da eine Art Ringen um eigentlich Worte, um deine Erfahrung auf den Punkt zu bringen, sich rekonstruieren lässt, fand ich dieses Unterbrochenwerden und auch dieses Nicht-Weitersprechen-Können, in bestimmten Situationen lachen müssen, abbrechen, um Worte ringen, besonders interessant. Und in eigentlich dieser radikalen Differenz zu einer Reflexionsnorm, wo es um eine souveräne Distanzierung geht, insbesondere interessant und theoriewürdig. Das habe ich eigentlich an dieser Stelle auch schon gesagt. Es geht mir um dieses Durchkreuzungsmoment des souveränen Sprechens. Und an dieser Stelle würde ich Sprache durchaus mit Levinas die Möglichkeit zusprechen, von Nähe durchdrungen zu sein. Die Unterscheidung vom Sagen und Gesagten wäre für mich da auch ein möglicher Anknüpfungspunkt, dass es eben auch in Sprache nicht nur um ein Thematisieren von etwas und dadurch auch ein Begreifen von etwas geht, sondern auch, dass darüber eine Beziehung zu dem, was letztlich gesagt wird, aufgebaut wird. Und dieses Gesagte immer auch vom Sagen als eigentlich das Nichtsagbare mit aufscheint. Und dieses Moment von Durchdrungenheit von Sprache löst für mich auch die Klammer zu einem rein rationalistisch oder auch rein ideologisch durchdrungenen Reflexionsbegriff. Und die Idee in Reflexion, sich noch einmal zu einer vergangenen Erfahrung, die etwas gemacht hat, die etwas in Gang gesetzt hat, die vielleicht erschüttert hat, ins Verhältnis zu setzen, auch eben als Vehikel für Nähe oder als Moment von Nähe zu denken. Wenn man sich jetzt nochmal versucht, auf den Diskurs rückzubeziehen, dann ist ja hauptsächlich eine Differenz zu formulieren. Das habe ich auch anhand des Beispiels der Norm der objektivierenden Distanzierung versucht darzulegen. Wenn man überlegt, was könnte das für sich haben, dann würde ich sagen, dass gerade die ethische Bedeutung von pädagogischer Reflexion, die im leeren Bildungsdiskurs durchaus auch artikuliert wird, aber eben auch konterkariert an den Stellen, wo der andere festgestellt wird, wo es darum geht, sich zu immunisieren gegenüber eigentlich Verfehlungen gegenüber dem anderen und Angemessenheit festzustellen. Und da würde ich sagen, kann durch ein Scharfstellen der Unmöglichkeit des souveränen Sprechens über anderen Erfahrungen da einen Kontrapunkt setzen, die sich auch gegen eine souveräne Identifikation des anderen wehrt. Und damit eigentlich diesem Anspruch des Offenhaltens der Frage, wie dem anderen gerecht zu werden sei, auch nachkommt. Auf der Spiegelseite muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, welche Probleme birgt diese Bezugnahme, die ich gerade versucht habe darzulegen. Und da würde ich schon auch die Frage mir selber weiter offen stellen, ist die Kontextverschiebung alteritätstheoretischer Gedanken, die ja wirklich auch an erschütternden Gräueltaten ihren Ursprung nehmen, in ein Professionalisierungssetting, wo es darum geht, ob bestimmte Unterrichtsentscheidungen eigentlich legitimierbar sind. Ist die Kontextverschiebung an der Stelle vielleicht zu weit? Ist sie unlauter an dieser Stelle? Gerade auch eben in Bezug mit dieser Bezugnahme Alteritätstheorie, Reflexion, Professionalisierung, ein Sicherstellen des guten Umgehenkönnens mit dem anderen, ist der Hiatus oder die Kluft, die man da aufmacht, vielleicht nicht gut zu begründen. Darüber hinaus erscheint mir durchaus auch diskutierbar, inwiefern Levinas überhaupt empirisch zu wenden ist. Wenn ja seine Grundidee, das Moment, das nicht in der Ordnung aufgehenden ist, wie kann ich es dann in einer Logik des Beobachtens, des mich Material zuwendens greifbar machen, ist das nicht vielleicht auch schon eine Konterkarierung überhaupt des Gedankens von Unbestimmbarkeit, von Unverfügbarkeit? Da muss ich auf jeden Fall über mein Empirieverständnis nachdenken, um da mich zu dieser Frage ins Verhältnis setzen zu können. Denn ich würde sagen, man hat nur eine Chance zu argumentieren, dass das eine Spur des Interpretierens sein kann, wenn man von einer nicht bestimmenden Empirie ausgeht. Also wenn man in der oder auch eine nicht repräsentationalistische Empirie zugrunde legt, dass ich nicht feststellen kann, hier ging es wirklich darum,
zu sagen, hier sind erschütternde Verantwortungserfahrungen passiert, die nur mit Levinas angemessen theoretisierbar sind, sondern vielmehr zu sagen, mit Levinas lässt sich ein Moment, was sonst eigentlich nur in einer Defizitperspektive zur Sprache kommt im leeren Bildungsdiskurs, aktualisieren, lässt sich scharfstellen, was Impulse geben könnte, Reflexion anders als souverän und anders als indifferent zu denken. Wenn man sich nochmal genau anschaut, wie eigentlich anderen Referenzen in der Reflexion aufkommen, dann würde ich auch nochmal die Frage stellen wollen, das wäre auch nochmal die nächste Folie bitte, wie denn eigentlich die ReferendarInnen auf die Schülerinnen Bezug nehmen. Und vielleicht haben Sie das gerade noch im Kopf oder habt ihr gerade noch gesehen, dass es eigentlich immer um andere im Plural geht. Also die Schülerinnen, dann haben die gedacht etc. Können das singuläre anderen Erfahrungen sein? Das ist durchaus auch eine Diskrepanz, die ich nicht schließen kann. Also wo ich nicht sagen kann, das ist kein Problem in der Art und Weise, wie ich interpretiert habe. Ich würde trotzdem diese Beobachtung, dass es zu Erschütterungen im Sprechen in Bezug auf die pädagogisch Überantworteten kommt, als alteritätstheoretisch interessant fassen. Aber da gibt es Brüche und da gibt es auch letztlich Diskrepanzen, die schwerlich zu schließen sind. Interessant finde ich an dieser Stelle die Idee Michael Wimmers, die ganze Beziehung von Alteritätstheorie und Professionalisierung als ohnehin paradox zu denken. Und ich fand an dieser Stelle die Idee zu sagen, weder das Wissen können noch das Nicht-Wissen können lassen sich totalisieren, sondern sind in einer Art und Weise durchdrungen zu denken, dass Spuren des Nicht-Wissen-Könnens in der Unmöglichkeit der Aufführung eines Wissen-Könnens aufblitzen können. Und als eine derartige Paradoxie oder als derartige Unmöglichkeit könnte ich mir vorstellen, diese Erschütterungsmomente zu denken. Was mir tatsächlich auch an dieser Stelle wichtig erscheint, ist, dass es ja eine, sag ich mal, kontextualisierte Art und Weise der anderen Begegnung ist, um die es hier überhaupt nur gehen kann, die vielleicht einerseits kontraintuitiv in Bezug auf die Frage ist, als wer kann mir der andere erscheinen, wenn es nur die Schülerin oder der Schüler ist, dann wäre er schon auf eine bestimmte Art und Weise figuriert, dass gerade ein primordiales Moment davon durchkreuzt würde. Auf der anderen Seite finde ich auch interessant zu überlegen, inwiefern eigentlich der Horizont des als Lehrerin-Sprechens über Schülerinnen-Subjekte, die mir überantwortet sind, vielleicht auch bestimmte Verantwortungserfahrungen gerade in Gang setzen. In Bezug darauf, dass diesen Schülerinnen bestimmte Ansprüche zugesprochen werden, die mich vielleicht für bestimmte Anspruchsverfehlungen erst sensibel machen, die bestimmte Krisen in der Art und Weise, wie ich in die Interaktion trete, erst artikulierbar machen. Dennoch ist es natürlich dann nicht der, sage ich mal, ganz andere ohne Kontext gedacht, sondern immer schon ein kontextualisierter, ein gedeuteter anderer, der hier in den Blick kommt. Okay. Wenn man jetzt von hier aus nochmal fragt, wie lässt sich das eventuell auch mit kritischen Anfragen an die Möglichkeit, überhaupt Levinas mit pädagogischen Kontexten zu verbinden, relationieren, dann habe ich mich auch gefragt, inwiefern Kuhlmann und Ricken mir da, ich habe gehört, das wurde ja auch gelesen, Argumente an die Hand geben können. Und da würde ich an dieser Stelle auf Ihr Argument eingehen wollen, dass Sie ein Je und Jäh des anderen als gewissermaßen irrational beschreiben, sodass gerade die Ordnungen, in denen der andere erscheint und mir zum anderen wird oder vielleicht auch gerade ausgeschlossen wird als anderer. Also die Bedingtheit der Frage, wer kann mir eigentlich zum Nächsten werden, für wen bin ich ansprechbar, als wen kann ich den anderen anerkennen, dass Sie da einen machtanalytischen Blick einfordern. An dieser Stelle würde ich diesen Hinweis ernst nehmen, dass gerade, sage ich mal, die Ordnungsungebundenheit von Alteritätstheorie auch zum Problem werden kann, wenn es um machtanalytische Fragen geht. Andererseits würde ich gerade auch das ordnungsbrechende Moment von Alteritätstheorie als Chance dafür wählen, den anderen eben gerade nicht als schon diagnostizierten, als schon festgestellten anderen zu denken. Und ich würde sagen, da liegt insofern ein interessanter Kontrapunkt, als der Lehrerinnenbildungsdiskurs daher durchaus Avancen zu macht. Also wenn wir uns Diskurse über pädagogische Diagnostik etc. anschauen, dann fände ich den Ansatzpunkt zu sagen,
Hier ist irgendwie vielleicht auch eine Spur von Andersheit, die sich gar nicht auf den Begriff bringen lässt, die Erschütterungen hervorbringt, gerade auch ein wertvolles Moment. Ein kritisches Moment, was mir tatsächlich auch an dieser Stelle nochmal zu denken gibt, ist die Frage, inwiefern kann ich denn, wenn ich tatsächlich versuche, Levinas an dieser Stelle für Professionalisierungsdiskurse fruchtbar zu machen, inwiefern spreche ich eigentlich nur über die Sozialdimension von Unterricht? Also wo ist die Sachdimension, wenn es an dieser Stelle auch um letztlich das Erschließen von Dingwelten geht, wenn Unterricht Ding- und Sachbezüge eröffnen soll? Da würde ich nochmal versuchen zu schauen und sagen, dass die Anspruchsverfehlung, die in den Reflexionsgesprächen thematisiert werden, ja letztlich auch die anderen, über die gesprochen wird, die Schülerinnen, als Lernsubjekte adressiert, also sie als solche darstellt. Da kommen wir dann wieder auch an das Problem, sind sie dann nicht doch wieder auch voll in die Ordnung eingeordnet und dann gerade eben nicht die anderen, über die auch, also die sich dieser Einordnung erwehren. Und trotzdem finde ich an dieser Stelle interessant, dass die anderen Figuren immer schon mit dem Anspruch einer Lehrerin verknüpft werden, etwas verstehen zu sollen. Also das ist vielleicht auch nochmal was, was auch in diesem Reflexionsausschnitt, den ich mitgebracht habe, mit artikuliert wird, dass es da sehr stark darum geht, den Kindern sollte klar werden, warum machen wir das, warum könnte das wichtig sein. Interessant ist an dieser Stelle, ich als Beobachterin, die ich mit in der Stunde war und die Kinder dabei auch mit beobachten durfte, über die Schildkröte lesen zu dürfen, hatte kein Gespür für dieses Moment von Anspruchsverfehlung, was an dieser Stelle in der Reflexion artikuliert wurde. Ich habe letztlich hochzufriedene Kinder gesehen, die über Schildkröten an der Stelle was geschrieben haben und das auch sehr stolz vorgestellt haben. Also so diese Idee, da ist etwas passiert, was eigentlich unbegründbar ist, was eine Verletzungserfahrung sein könnte, wo eine Anspruchsverfehlung zu thematisieren ist, war für mich als Außenstehende in keiner Weise greifbar. Und trotzdem wird es in der Reflexion sehr stark aufgegriffen zu sagen, ich kann nur legitimieren, den Kindern diese Aufgabe aufzubürden. Und je jünger die Kinder, desto stärker auch an dieser Stelle dieses Erschütterungsmoment, sie dazu zu bringen, diese Aufgabe zu bewältigen, wenn ich in irgendeiner Weise auch begründen kann, warum das für sie einen Wert haben kann. Also das ist ein Motiv, was in der Reflexion sehr deutlich aufgeführt wird, was natürlich auch mit dem Setting als Prüfungssituation im Referendariat zu tun hat, aber wo ich auch drin lesen würde, unbegründbare Anstrengungen aufzubürden, wird als illegitimes Motiv herausgestellt. Eine Folie weiter gerne noch. Als Ausblick, und damit komme ich auch zum Abschluss, würde ich noch einmal den Wagnischarakter dieser Form der Theorie-Empirie-Verzahnung oder Verknüpfung betonen und da auch noch einmal darauf verweisen, ich kann nicht behaupten, mir sei Levinas entgegengesprungen aus den Reflexionsgesprächen, sondern mir ist da letztlich ein Phänomen in irgendeiner Weise nahegegangen, dieses engagierten Sprechens, was ich da auch nicht erwartet hatte, wenn ich ehrlich bin, weil ich an dieser Stelle stark davon ausgegangen bin, dass ich ein Bedienen der Prüfungslogik sehen würde. Und ich habe versucht, dafür eine Versprachlichung zu finden, die einen Kontrapunkt zu einem Problem, was ich im Reflexionsdiskurs verorten würde, setzen kann. Was ich mir dabei natürlich auch, was ich mich fragen muss, ist das nicht, wenn man jetzt sagt, hier passiert vielleicht etwas, was theoriefähig ist, was interessant sein könnte für die Frage, was praktische pädagogische Reflexion sein kann, ist das nicht auch eine Dethematisierung dessen, was da mitläuft? Denn es handelt sich tatsächlich bei diesen Unterrichtsnachgesprächen um Teile von Prüfungen. Also als wer können die ReferendarInnen da überhaupt sprechen? Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass die, sag ich mal, gängige universitäre Interpretation dieser Prüfungssituation als immer wieder, hier geht es eigentlich nur um reine Einsozialisation, hierarchisch durchdrungen, ein letztlich völlig machtdurchdrungener Ort, dass das ja auch eine Autorisierung von Universität in Bezug auf einen pädagogischen Praxisraum, der sich als Reflexionsgelegenheit auszeichnet ist. Und daher würde ich sagen, zuzulassen, dass da vielleicht auch was Interessantes, was letztlich für Theoriebildung Interessantes passiert, wäre für mich vielleicht auch ein Motiv, eine andere Bemächtigung letztlich zu erschüttern. Und als Fazit würde ich an dieser Stelle nochmal setzen, dass ja, das Herausarbeiten einer ethischen Dimension von pädagogischer Reflexion, wie sie sich in Spuren auch im leeren Bildungsdiskurs oder im Diskurs um pädagogische Professionalisierung findet, nämlich letztlich eine Vorsicht vor einem
ich sage mal, bemächtigenden Wissen können um den anderen. Dass das etwas war, was mir wichtig war, herauszuarbeiten. Und dass mir das letztlich einstehen gegen eine Immunisierung durch Identifikation in Reflexion gegenüber dem anderen an die Hand geben könnte, beziehungsweise dafür ein Sprungbrett, das zu thematisieren und auch zur Geltung zu bringen. Okay, soweit vielleicht als Versuch, einige Impulse, aber auch einige Fragen, die ich selber auch noch an meiner Arbeit stelle, mitzubringen. Und ich freue mich natürlich jetzt auf die Diskussion. Ja, also klasse.